Hey Leute, willkommen zur neunten Folge von Minecraft Revo zusammen mit Leon. Hallo. Hallo. Wenn ich mich jetzt etwas anders anhöre, liegt daran, ich habe mein Headset zu Hause vergessen und musste das Kameramikrofon benutzen, was etwas scheiße ist. Und deswegen ist es nur für eine Folge so, also dann irgendwie leben damit. Puh, ich habe diesen Satz gesagt, ohne einmal zu atmen. Und auch selber. Lol, ich war gerade einfach im Game-Mode. Lol. Naja, gut. Was wollen wir denn jetzt noch machen? Was ist denn jetzt gescheitert? Ja, ihr könnt gerne das Inventar nachgucken. Das ist genau wie von letzter Folge. Alter. Alter, lag das. Alter, Skype leckt mal mega rum bei mir. Also mein Internet ist gerade mega am Abkacken. Warte mal, vielleicht kann also ich bei hier... mir eigentlich auch, aber ich kann auch nichts abbauen. Du kannst nichts abbauen? Kann sein, dass... Ich teste mal Chrome zu bauen. Nee, ich kann kein Bauen abbauen. Okay. Ich könnte mich ja kurz mal vom Internet reloggen. Nee, ich reconnecte nochmal. Vor allem, warum wird das die ganze Zeit bei dir angezeigt? Mit diesem Andromatrix und so. Wie? Ja, bei mir steht immer, wenn du joinst, früher bekannt als Andromatrix, ist im Spiel beigetreten. Also Skashi ja, noch davor. Ja, ich hieß ja damals Andromatrix. Ja, aber das erscheint immer bei dir und das war vorher nicht so. Kann ich's abbauen? Kannst dann dadurch in das Spawn Protection Area bin? Nee, ich kann was abbauen. Hier kann ich auch was abbauen. Hast du OP? Ja. Ich mache mal testen. Schlecht. Ja, ich hab OP. Jetzt geht's. Lol. Ja. Du wurdest auf Überlebensmodus gestellt. Du warst wahrscheinlich im Abenteuermodus oder so. Facepalm. Oh mein Gott. Junge. Also, okay, was wollen wir jetzt noch machen? Ich halte noch den Baum hier. Ich würde mal sagen, wir gehen noch mal auf Höhlentour oder so. Ja. Einfach runterbauen hier irgendwo. Ja. Warte, ich lege noch mal das Eisen hier weg. Ich schmelze das noch mal. Ich pack mal was in den Öfen, damit ich hier nicht unnötig in den Ofen. Damit ich hier nicht unnötig Platz verschwende im Inventar. So. Das bauen wir ja nicht. Nicht. Wieso Essen, ein bisschen Kohle muss man mitnehmen. Bisschen ist immer notig. Ach, notig, sag ich schon. Ich habe ein Stack und 25 Bitte. Gib mir mal die 25 bitte, ich habe gar keine. Ja, okay, danke. Okay, das kommt dahin. Die Dierspitzhacke habe ich, ne? Also kein, nicht wundern. Ich merke gerade, dass ich im Einzelwechsel von Fameful bin. Voll kompetent und voll produktiv. Deswegen ist das richtige PvP-Ding. Also, okay, also wir haben hier noch mal 7 Eisen mit. Nee. Haus, da müssen wir nur das Dach drauf ballern. Nehmen 9 Eisen mit für 3 Spitzhacken. Ach ja, also das ist ein bisschen für einen Mammutbaum hier. Das dürfte reichen. Wo Kommt denn? Den Baum hier an. Bei mir. Ja, da. Lol. Lass den mal stehen, bitte, weil dann können wir uns gut orientieren, wo unser Zuhause ist. Also mit dem Holzstämmen da oben und dem Baum können wir uns gut orientieren. So, ich stelle mal ein bisschen. Oh, 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 da war ganz so. Ihre Nachschickstouren an. Immer ein bisschen schön. Okay, gut, also ich baue mich schon mal nach unten. Ich baue mich am besten hier nach unten. Warte mal, ich mache das so wegen der Lava, ne? Dann baue ich mich immer so mal zu verschiedenen Stufen. Ja. Warte, grab du dich mal bitte in diese Richtung hier. Welche? In diese. In diese. Da, wo ich hingucke. Okay? Ja, soll ich mich da auch dann so runtergraben?
Nee, du gräbst dich schräg nach unten und ich baue mich so nach unten. Also ich mache mal. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Projekt Minecraft Revo Hardcore. Ja. Eins Sag du mal, macht's. was mit Endomage und Ingenieur als RP den gleichen Spacken wieder wie letztes Mal. Und ich gehe mal auf den Server drauf. Ja, also. Wir sind drei Schafe, also kriegen wir mindestens ein Bett hin. Sonst lief der da. Oh, Alter, ein Herz! Alter, Ein gefangen. Herz, Ja, ein hab ich, Herz, Alter. ein Herz, ein Herz, ein Herz. Ey, das ist doch nicht normal. Sam. Das ist nicht normal, Leo. Sam. Das ist nicht normal. Was denn? Nix, nix. Diamanten! Schwör? Ja. Schärfe 1, nice. Nice, Für die Alter. Level 1 das die beste Verzauberung. Jetzt werden wir hier oben auf so einen Zwischenbalken hören. Zack. Zack und zack. Sieht natürlich auch. Das sieht mal nice aus. Nice. So, das kannst du mir mal angucken. Das What the fuck? Du solltest dich eigentlich nicht direkt nach unten gehen. Das solltest du doch wissen als Minecraft-PvP-Experte. LOL! Ja, das war's dann wohl jetzt. Scheiße. Na komm, scheiß drauf, ich spring hinterher. Hui! Tot. Oh Mann, scheiße. Ja, das war's mit Varo. Ach, Varo, sag ich schon, Revo. Warum? Ja, das war's. Ja. 9 Folgen haben wir gehalten. Das ist Das echt ist krass. länger als manch einer in Re-Evaro. Alter, das hätte ich niemals gedacht. Da Das ist hat einfach eine 22. Schlucht drunter. Genau da, wo ich runter gab, ist direkt eine Schlucht. Nein! No. Aha, scheiße, okay. Ja, Freunde, tut mir leid. Ich bin gestorben. Ich. Abgeduliert. Na gut, das war's. Ich verabschiede mich jetzt von hier. Ich bin der Schuldige, ich bin der Behinderte. Zuerst war es Düsseldorf Let's Play, der in Hunger gestorben ist, weil er zu behindert war. Und jetzt bin ich zu Mann, behindert. Ja, und jetzt war ich zu behindert, um mich nach unten zu graben, einfach so. Und ich hab dir gesagt, nicht schräg. Und warum hab ich mich nicht schräg nach unten gebaut? Ich wäre aber jetzt. ich gestorben. Nochmal. Genau, dann wärst du gestorben. Aber hätte ich mich nach schräg gegraben, wäre ich auch gestorben. Weil die Schlucht wäre groß genug. Dann wäre ich Aber einfach warte mal, nein, nur weiter hinten dann hättest du aber rausgekommen. gesehen, dass er. Dann hätte er wissen schon gesprungen. Gefallen. Ja. Stimmt, ja. Dann hätte ich jetzt. Ja, Leute. Das war's mit Minecraft Revo. Ich hoffe, es hat euch trotzdem das Projekt gefallen mit der Zusammenarbeit mit Endromatrix, aka Skashi. Ja, Leute, ich war so dumm. Aber egal, kommt schon. Aus Fehlern lernt man, Leute. Und ja, vielleicht wird es ja nochmal eine zweite Version von Revo geben. Dieses Mal auf einer anderen Version. Aber Leute, erstmal danke für den Support. Also das war echt ein Projekt, was durch die Unterstützung von Endromatic natürlich kamen noch ein paar Leute rüber. Dadurch habe ich noch viel mehr Abonnenten bekommen, was eigentlich nicht gedacht hätte. Es war auch gar nicht das Ziel des Projektes. Das Ziel des Projekts war einfach nur Spaß haben und Videos zu produzieren. Und ja,
Ja, Leute, danke für den riesigen Support. So einen hohen Support hatte ich noch nie gehabt. Ja, also, danke, Leute. Auf jeden Fall, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Diesmal ohne Minecraft Revo. Aber, Leute, schwamm drüber. Also dann, haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao.